damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Teil 111. Und aufgrund dieser Schnapszahl, wie man so schön sagt, möchte ich euch heute mal ein bisschen Entspannung bieten von meinem ewigen, naja, Bastelei zur Zeit, was ich da so gemacht habe, mit meiner Klappe, was ich da gebaut habe und mit meinen ganzen anderen Zeugs, was ich gemacht habe. Ich habe ja vor einigen Folgen, ich glaube vor 11 Folgen bedeutet bei mir 11 Wochen, das ist fast ein Vierteljahr, hatte ich ja versprochen, schon mal an der linken Seite ein bisschen weiter zu bauen. Das, was wir nämlich gerade hier sehen und wie ich da so mich hinstelle und gucke und überlege, was fängst du am besten an? Du musst ja irgendwie die Felswand da jetzt ein bisschen gestalten. Schiebe ich mal wieder meinen geliebten Tomix-Wagen durch und stelle fest, dass der da an der Ecke aneckt. Und zwar genau da drüben, was ich da eben gezeigt habe. Hier sehen wir es, ich musste mal wieder anfangen zu schleifen, ich musste wieder anfangen zu feilen, ich musste wieder anfangen, irgendwelche Sachen zu machen, die tierisch Dreck machen. Und diesen tierischen Dreck, den sehen wir, weil ich habe das ja mit diesem altertümlichen Taschentuch da oben abgedeckt, damit ich mir nicht wieder alles ringsrum versauere. Aber soll ich sagen, ich konnte wieder mal ringsrum die ganzen Gleise putzen. Der Staub, der zieht überall hin. Wo ich ein bisschen Glück habe, dass in den gesamten Tunnelbereichen, dass die mittlerweile wirklich komplett abgedeckt sind. Auf der rechten Seite noch nicht ganz. Ich habe es ja im letzten Video oder im vorletzten, weiß ich gar nicht mehr, gezeigt, wo da noch der offene Bereich hinten ist. Ansonsten ist alles, was irgendwo, ja, in Tunnelbereichen gut staubgeschützt bei mir. Und da habe ich ein bisschen Glück, dass da irgendwie noch nicht so richtig wirklich sich Dreck wieder gefangen hat. Ansonsten konnte ich hier vorne den ganzen Bereich wieder putzen. Ich packe mal meinen Stift hier aus der Hand, sonst wedle ich noch mehr damit rum. Und naja, okay, ich habe das da hinten geschliffen. Das war wieder mal eine unglaublich große Freude. Denn ihr wisst ja, oder die meisten werden es wissen, das ist tatsächlich Naturstein. Echter Stein, den ich auf den Feldern aufgehoben habe oder auf den Wegen. Das ist so ein Splitstein. Felder ist, glaube ich, rund. Den ich dann mit diesem, ja, den Bohrer, den Fräsbohrer habe ich versaut. Den konnte ich wegschmeißen danach. Aber er hat zumindest das getan, was er tun sollte. Er hat das abgefräst. Und die Sache ist natürlich, warum passiert das immer wieder? Ich hatte mal beim letzten Video, da musste ich ja noch im Tunnel fräsen, weil da plötzlich eine Stelle mich gestört hat, wo meine Dampflocken nicht durchkamen. Diesmal habe ich es hier draußen gehabt, da hat der Tomix ein Problem gehabt, da blieb der hängen mit der einen Ecke, nur mit der einen Ecke da oben. Entweder hatte ich damals den Tomix noch nicht, wo ich das gebaut habe, ich vermute es mal so, oder es ist tatsächlich so, was auch sein kann. Es hatte einer von euch geschrieben in den Kommentaren, aber lasst mich jetzt mal lügen, wer das gewesen ist. Da hatte ich das Problem, dass, oder habe ich nicht das Problem, sondern ich vermute mal, oder derjenige hatte auch vermutet, dass das die Wärme ist zurzeit. Die Sommertemperaturen, ich habe das im Winter gebaut. Vielleicht dehnt sich das 1-2 Millimeterchen aus und diese 1-2 Millimeterchen reichen wahrscheinlich schon wieder aus, dass das, ja, vielleicht schon stört, aber dann habe ich es natürlich sehr, sehr knapp gebaut. Klar, ich habe es knapp gebaut, das war ja Absicht. Ich möchte ja, dass die Züge schön knapp und eng da reinfahren. Ich möchte nicht so ein Tunnelportal haben für so einen Zug. Sicherlich mag das realistisch sein, aber auf meiner kleinen Anlage, wenn ich da noch so eine Tunnelportale reinbaue, nee, das sieht nicht. Na gut, und dann habe ich natürlich bei dieser Gelegenheit das genutzt, das, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe dann die Felsen, ich habe es im Hintergrund gezeigt, ich bin nicht mehr drauf eingegangen, habe ich natürlich die Felsen dann gleich fertig koloriert. Das heißt, ich habe da noch ein bisschen Grün ran gemacht, Braun ran gemacht, so eine Art Moos angedeutet, oder nicht Moos, sondern so eine Art, wie sagt man denn, wo der Felsen so feucht ist. So, ist das Moos? Nee, das ist kein Moos, das ist so Algenkram oder irgend sowas. Auf jeden Fall habe ich das schon oft gesehen, auch wenn wir unterwegs sind, dass das dann so grünlich wird, und das habe ich versucht, alles so ein bisschen anzudeuten. Ihr wisst, mit Kameras und so, das kommt nicht immer hundertprozentig rüber. Ich gebe mir zwar Mühe, aber man sieht es ja schon an den Farben alleine, wenn ich die Hand bewege. Hier rechts steht ein kleiner Scheinwerfer immer. Das heißt immer, der steht in dem Fall rechts da. Und der hat so ein bisschen warmes Licht, damit das wirklich so alles realistisch möglichst passt irgendwo und nicht zu blaustichig alles wird. Und sobald ich die Hand davor mache, sieht man schon, dass sich das alles ein bisschen verändert und so. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen kommt das schon recht gut rüber. Und jetzt nehme ich mir natürlich auch gleich die Stellen vor, die wir gerade da im Hintergrund sehen, wo das ein bisschen abgekratzt und abgeschraubt war. Und da habe ich zum Beispiel das dann angemalt. Und da kommt nachher dann, nee, da kommen wir noch hin. Erstmal machen wir jetzt die Erde fertig. Wir sehen es, das ist eine Sache, die ich schon zigmal gezeigt habe. Ich nehme ja tatsächlich richtige Erde. Ich mache da nicht mit Gips oder irgend sowas eine Art, sondern ich nehme tatsächlich Erde. Da kommt dann ordentlich Weißleim, Wassergemisch drauf.
Und dann habe ich schon das, was ich haben will. Die Farbe stimmt, die Struktur stimmt, alles fertig. Also muss ich nichts bemalen. Das sehe ich doch gar nicht ein, dass ich da haufenweise Farbe drauf klatsche. Und dann Erde nachzubilden, die ich sowieso im Garten habe. Also kommt gleich Erde drauf. Mache ich aber schon ganze Weile eigentlich bei der Anlage schon immer. Wer sich erinnert, auch da oben bei Dobbingen oder hier hinten, wo der blaue Behälter da oben steht, überall tatsächlich Erde. Und dann kommt mein Grasgemisch drauf. Das habe ich von jetzt wollte ich gerade sagen, Woodland Scenics. Nee, da habe ich es nicht her. Das ist, wo habe ich das her? Ich habe es gar nicht hier stehen. Ist auch völlig egal. Das Woodland verwende ich gerne, um dann auf Felsen so, und jetzt in dem Fall kommt so ein bisschen Moos oder Flechten. War das Flechten, was ich vorhin meinte? Ich weiß nicht, was ich vorhin meinte. Tatsächlich dann so ein bisschen so dran, und dass das dann so ein bisschen, ja, so Flechtenbewuchs am Felsen dran ist. Man versucht es ja bei den kleinen Anlagen immer irgendwie so genau wie möglich mit wenig Mitteln darzustellen. Da bewundere ich oder beneide ich immer die H0-Bahner. Die können sich so richtig austoben, was natürlich so den ganzen Bastelkram angeht. Da haben wir mit 101 zu 160 ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Spielraum. Aber ich denke, man kann schon ganz gut was draus basteln, und das passt schon irgendwo. Und jetzt baue ich einen Galgen. Nee, das wird kein Galgen. Also ich will nicht meine Preiserlines aufhängen, die nicht hören oder die Dummheiten machen, sondern ich baue hier tatsächlich einen Tunneleingang. Ich hatte es damals schon gesagt, wo ich diesen Steintunnel gebaut habe. Das war das Video, ich werde es euch mal oben rechts in der Ecke verlinken. Da habe ich das schon gesagt, dass der Eingang mit so Holzbalken gemacht wird, damit es eben, ja, man fährt nicht einfach in den Felsen rein, sondern da soll so ein bisschen aussehen, als wenn da drinnen tatsächlich noch was abgestützt ist oder wie auch immer. Und das habe ich jetzt natürlich heute gemacht. Das habe ich angefangen, einfach nur diesen kleinen Winkel. Dann habe ich mir diese Ecken so draufgeklebt, damit das ein bisschen plastisch wird, und habe mich jetzt für eine alte Holzfarbe entschieden, wie man ja sehen können jetzt hier. Das wirkt so ein bisschen wie dieses Teakholz oder sowas, ja, oder so ein bisschen in der Art, also wirklich tatsächlich alt. Das ist nicht wirklich tiefbraun oder wie auch immer, sondern tatsächlich altes Holz kann man da sehr, sehr gut nachahmen mit. Und macht sich recht gut. Dann habe ich auch da oben, wenn man das so sieht, in der Mitte so einen kleinen Steg reingeklebt, habe ich ja vorhin gezeigt. Ich bin immer ein bisschen hinterher, hier habe ich das Gefühl. Und ja, man sieht es ja jetzt selber ganz gut. Und mache jetzt mit Mahagoni, das ist diese braune Farbe, die ich jetzt so ein bisschen so reinstreiche. Ich weiß, ich mache mir immer viel zu viel Arbeit in unserem Maßstab, aber ich bin der Meinung, wenn man mal richtig nah rantritt und man sieht das schön, dass man sich da Mühe gegeben hat und dass das alles irgendwo Hand und Fuß hat, finde ich das recht angenehm. Und das sehe ich auf vielen eurer Anlagen, dass ihr das auch macht. Bei manchen, die machen es nicht, die haben da einfach die Bausätze drauf, aber das ist ja auch okay, das kann ja jeder machen, wie er gerne möchte. Ich mag es eben, wenn man doch so ein bisschen Diorama-Charakter reinbringt. Und auf meiner Anlage, ich bin ja noch in einem recht weiten Stadium am Anfang, wie gesagt. Und naja, ich gehe mal drauf ein, was ich hier mache. Ich drucke jetzt Schilder, betreten verboten, man kann es da oben lesen. Und habe mir im gleichen Atemzug noch ein paar Poster erstellt, die ich jetzt auf 200 Gramm mattem Fotopapier ausdrucke. Hier sehen wir es mal ein bisschen für den Maßstab. Also das Schild habe ich schon versucht, so relativ realistisch zu machen. Und hier habe ich mal Aufnahmen gemacht, wo ich schon mal Poster gedruckt habe, die ich da unter der alten Fabrik angebracht habe. Man sieht es hier so ein bisschen im Hintergrund, da drüben so ein Rabe und was das hier alles sein soll. Und das habe ich jetzt wieder gemacht, damit ich nicht bloß ein Schild drucken muss. Selbst jetzt ist das noch Papierverschwendung, wenn man mal so will. Aber ich habe jetzt keine Muse gehabt, mir da jetzt hier 100 solche Schilder irgendwo fertig zu machen. Schilder, nicht Schilde. Schild ist, glaube ich, was man da Hand hält. Ne? Und jetzt sieht man mal, wie klein das eigentlich ist. Das passt ja gerade so auf die Bastelmesserspitze. Mein Gott, ist das ein Wort. Und das ist also wirklich 5 mm oder 6 mm breit. Und jetzt habe ich mir als Maß genommen, so einen Zentimeter höher angemalt, weil angemarkert, so mit dem Lineal. Bei unserer Preiserlines, die haben ja so diese 9 mm Höhe irgendwo, damit ich das nicht sonst wohin klebe. Und jetzt, wenn die dann echt davor stehen würden, dann würden die da irgendwo nach oben gucken. Sondern eben, damit das so ein bisschen eine natürliche Höhe hat. Hier habe ich schon eingebaut. Das wollte ich euch ein bisschen ersparen, weil ich habe da ein bisschen rumgefummelt und gemacht. Das Ding fiel man dauernd wieder um, das kam man dauernd wieder runter. Da musste ich noch so ein bisschen rumfeilen, aber das ist ja auch okay so. Ich meine, durch die Natursteine ist das sowieso ja keine exakte Fläche. Deswegen muss man da mal so ein bisschen anpassen. Und jetzt sieht man eine wunderschöne Hand. Dahinter habe ich gerade was gemacht. Die wunderschöne Hand ist meine.
Blödheit. Ja, und jetzt klebe ich das Ganze wie immer mit Weißleim fest. Ich liebe ja Weißleim bei sowas. Bei der Weißleim, das wisst ihr selber, da wird nachher relativ unsichtbar. Ja, man sieht das gar nicht mehr, was man da irgendwo dran geklebt hat. In der nächsten Folge übrigens möchte ich schon mal ankündigen, da kommt die ganze Begrünung noch mit dran. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Das möchte ich euch ganz gerne in der nächsten Folge zeigen, weil ich habe euch ja den Urlaub jetzt gerade hier gesagt, dass ich mal eben nicht handwerklich bastle, sondern mal wieder auf der Anlage ein bisschen bastle. Deswegen habe ich das auch gleich gemacht, sodass dieser Flecken, das Stückchen da eigentlich abgehakt ist. Das ist noch lange nicht fertig. Das kennt ihr selber. Man ist nie fertig. Man hat immer Ideen, die man da noch später reinbringt. Aber man muss ja erstmal einen Grund drin haben, eine Struktur drin haben. Und das habe ich hiermit geschaffen. Und ich denke, das sieht recht nett aus. Das kann man erstmal so stehen lassen. Und in der nächsten Woche wird es natürlich, wie gesagt, ein bisschen mehr kompliziert, dass das eben noch kompletter aussieht und die Bäume, ich habe es ja schon drauf, aber das zeige ich euch in der nächsten Woche, sonst haben wir ja eine halbe Stunde Video, das wollte ich euch jetzt auch nicht antun. Hier sehen wir so ein bisschen so eine Momentaufnahme, wie gesagt, noch ohne Büsche und ohne Bäume, ohne was, aber ich finde, es kann sich sehen lassen, es ist nett und damit würde ich sagen, macht schön gut für diese Woche, wir sehen uns nächsten Freitag wieder zur Begrünung dieser Stelle, ich freue mich, wenn ihr dabei seid wieder und dann Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da, macht schön gut, tschüss, euer Aquapinter Agaoli.